Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Nightmare in Dreamland. So, wir sind in der Kekskaverne beim letzten Mal angekommen und ich werde mich jetzt sputen, diese abzuschließen. Denn ich habe dann gleich Fahrschule und das darf ich nicht verpassen. Dann würde ich sehr schreien, wenn ich die verpasse. Ah, geht schon mal gut los. Also, top. Oh, da ist eine Tür. Da möchte ich rein, weil es ein Leben gibt. Okay, und ein Stein kann auch nicht schaden. Ja, vor allem nicht hier. Bom, 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 bom. Da sind ganz viele Gegner, die andere Farben haben als gewöhnlich. Ist das hier tödlich? Ich frage mich, ob hier irgendwo... Ja, hier war, glaube ich, eine Tür, ja. So, dann gehen wir mal hier rein. Schalter. Okay. So, das war, glaube ich, das, was wir machen mussten, was wichtig war. Ein Bomblett. Okay. Ignorieren wir auch. Brauchen wir alles nicht. Hier rennen wir mal schnell durch. Ich glaube, die möchte ich mal. Das schlecht, das schlecht, das schlecht, das schlecht... Da ist ein Stachelgegner. Den werde ich mir jetzt schnappen. Weil ich den doof finde. Bäh. Na toll, so viel zum Schnappen. Rote Pinguine. Okay, ist der Stachelgegner wieder da? Ja, okay. Und meins. So, ich glaube, ich gehe hier lang. Dann kann ich den ärgern. Und hier müsste es sonst, glaube ich, doch noch was geben. Okay, dann habe ich mich geirrt. War hier nicht auch nochmal eine Tür? Ja, die Endtür. Zum Glück haben wir wenigstens nochmal schnell ein Leben verloren, direkt vorm Ende. Ah, und wir haben auch jetzt gleich wieder eins gewonnen. Das ist ganz nett. Ah, total falsch gesungen. Egal. Geschafft. So, Welt 2. Weil die Spiele werde ich nicht zeigen, wenn wir sie schon mal gesehen haben. Bonk. Stacheln. Hier war... Mal hier der geheime Gang. Ich sehe jetzt schon wieder überall diese blöden geheimen Gänge. Dadurch. Ah, wie komme ich denn zu dem Leben? Das muss ich noch ergründen. So, den erstmal weggestachelt. Den weggeblubbert. Und hier oben... Ach, hier kommt... Ball? Moment, das verwirrt mich. Warum brauchte ich hier einen Ball? Nicht wirklich. Eigentlich bin ich mit dem Stacheln ganz zufrieden. Oh, der sieht auch toll aus. Wow. Nicht... Frech werden. So, das hätten wir jetzt auch geklärt. Wie, wo komme ich denn hier lang? Okay. Okay. Aber warte mal, brauchte ich hier den Strom? Nee, anscheinend nicht. Hä? Ich lass mich mal... Ah, gut. Besser ist es. Okay, ich bin verwirrt von diesem Weg. What? Ein Boss. Super. Ja, mach mal noch ein bisschen... Boah, das war epic. Oh, aber dass ich den Hammer jetzt zaun habe, war nicht so epic. Ah, dumm. Ich glaube, den hätte ich nämlich schon eher gebrauchen können. Und brauche ich ihn hier gleich? Warte mal. Ne, da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ich will es auch gar nicht erst da. Nein! Nein! Gib mir den Stachel. Nein. Wie dumm das ist. Wie stelle ich mich denn. Ah. Ach, hier war ich schon mal. Ist egal. Ziel. So, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges verpasst, weil ich jetzt keinen Hammer hatte? In Sequenz. So, jetzt aber. Habe ich was verpasst? Ist es abgeschlossen? Okay, vielleicht brauchte ich den Hammer auch hier, das weiß ich nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Oh, Sprung ist super. Boah, meins. Danke sehr. So. Einmal da lang, einmal da lang, einmal da lang, einmal da lang. Ich habe einen verpasst. Ach, was soll's. So, und rein. Okay, das war auch ein sinnloser Raum. Vor allem waren die Schweine da alle eingesperrt. Ich hab's ja nicht richtig mitbekommen. Okay, das ist... Ah, hier sieht es auch interessant aus. Jetzt hat auch schon die Welt eine andere Textur bekommen. Brauche ich das Rad? Ich will es gar nicht erst wissen, ob ich das brauche. Weil ich finde, den Sprung ist eigentlich gerade cooler. Ich behalte den einfach. Wow! Das war nicht so gut. Das war ganz und gar nicht so gut. Blöde Lucifer. Glucifer heißen sie ja. So, hier durch. Oh ja, macht nur noch mehr. Oh, wie nervig das ist. So, jetzt wäre mal schön, wenn einer mit einer Maxi-Tomate vorbeikommen würde. Dann müssten wir nämlich nicht drauf gehen. Was wir nämlich sicher gleich tun werden, so wie ich mich kenne. Okay, einfach durch, 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 durch. Nein! Oh, das war knapp. Meine Güte. Das ist doch die Maxi-Tomate, die ich mir jetzt als erstes holen werde. Oh, das war nötig. Und einmal da rein und abgeschlossen. Oh, Mann, war das knapp. So, rein. Ignorieren wir das Feuer. Ey, das hat nicht geklappt. Was soll denn das? Oh. Ärgerlich. Okay, langsam ist besser, glaube ich.
Nein, ich lasse mich als Stein drauf fallen. Oh, das ist super. Danke sehr. Ich glaube auch, mit dem Schirm wäre ich hier niemals nochmal durchgekommen. Das ist, glaube ich, so vorhergesehen, aber ich bin da zu blöd dafür. Ja. Und als Belohnung, dass ich es falsch gemacht habe, kriege ich jetzt einfach mein Leben. So, ein Leben mehr. Welt 3 abgeschlossen. Welt 4 wartet zugleich an dieser Stelle. Was ist denn hier oben? Oh, Museum. Was gibt's denn hier? Stein hätte jetzt wenig Sinn ergeben, aber das finde ich ganz nett. So, gehen wir mal in Welt 4. Da war schon eine Welt frei. Halt! Nein, doch nicht. Das wäre zu cool gewesen. Och, nee. Gott. Ging doch noch ganz gut. Ah, ich finde die Monsterfarben so geil. Und das war übelst dumm. Aber ich finde auch die Weltenfarben total schön. Ich meine, ja gut, das Grün ist jetzt vielleicht ein bisschen stechend. Warum bin ich jetzt so stark nach oben? Ach, lassen wir das. Ah, perfekt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So eine Glutmine habe ich jetzt genau gebraucht. Danke sehr. Und durch. So, ich hab's doch noch mal was. Oh, das gibt's doch nicht. Warum springe ich auf die Monster so gezielt drauf? Das will ich doch gar nicht. Ah, Ziel. Gut. Also, Meta-Knight. Okay, das ist blöd. Ja, macht doch, hör doch auf mit diesem Käse. Ich glaube, in dieser Welt habe ich das erste Mal gelernt, dass man diese Dinge auch nach unten laufen kann, diese Wege. Das war knapp. Boah, wie der geskillt ausgewichen ist, einfach mal. Das gibt's ja gar nicht. Boah, nee. So geht das nicht. Machen wir erstmal den kaputt. Danke sehr. Und jetzt den. Den. Und den. Jetzt kommt nur noch so ein... Nein, es kommt keiner mit dem Morgenstern. Okay. So, das ist bestimmt jetzt ein Verrat an dieser Stelle, diesen Ball zu nehmen. Das endet bestimmt grausam. Hier war der Geheimgang. Und zwar nicht da. Ja, hier war doch der Geheimgang. Ich weiß es doch. Gib mir mal den Waddle. Damit ich wenigstens eine Fähigkeit habe. Da ist der Geheimgang. Wusste ich es doch. Tee! Entschuldigung. Ich war gerade etwas verniest. Oh, das gibt's doch nicht. Wie nervig das ist. Sind jetzt wieder da? Okay, ich gehe jetzt erstmal nach da. Aber ich wollte... Ja, das war gut. Oh, Wahnsinn. Ich glaube, ich bin nämlich immer vorbeigelaufen, was sehr, sehr nervig ist. So. Hüpfen wir mal durch. So, jetzt müsste ich ja hier oben eigentlich gar nichts mehr auf mich zu warten haben. Außer dem Leben vielleicht. Diese Fähigkeit hole ich mir wieder und flüchte vorher noch vor dem Britzel. Und jetzt lasse ich mich einfach runterfallen. Solange ich mit dem Gesicht nach unten falle, kann mir eh nichts passieren. Boah. Das meine ich damit. Man macht die Gegner ja dann platt. Boah. Das war knapp. Wow, 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 wow. Böse Fuginis. Hätten mich fast angesprungen. So, war, ist das jetzt schon die vorletzte Welt gewesen davon? Ich glaube fast. Was haben wir jetzt bekommen? Welt 5? Und das müsste ja eigentlich schon die letzte gewesen sein. Da ist ein Dings, aber da will ich jetzt nicht rein. Was gibt's denn hier so? Wow, wow! Da gibt's einen Schirmwaddel, aber den will ich jetzt eigentlich gar nicht. Wow. Wow. Ah! Oh, eine Tür! Läuft doch super. Das war dumm. Ich habe leider erst zu spät gesehen, dass da hinten eine Rakete war. Ah, das war schon wieder dumm, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. So. Erst brauche ich den. Dann husche ich hier durch. Dann nehme ich... Das war übelst dreist gerade. What the hell? Gut, jetzt nehme ich den Sprung einfach so mit. Ich will da doch nur rein. Da gibt es bestimmt irgendwas übelst Tolles. So, alle auf einmal kaputt. Den nehme ich mir jetzt. Oh, Wahnsinn. Nein, das hat nicht gereicht. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. Und doch. Yay, ich hab's geschafft. Wow. Bam. Schalter. Und danke sehr. So. Was ist das hier? Oh nun. Hier ist so viel Platz. Ist so viel Platz noch daneben. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Ob da doch nochmal eine Welt kommt. Ramsen. Ah. Ich mag diese verwinkelten Stages nicht so sehr, wenn sie mich jagen, vor allem nicht. Oh ne, super. Ach toll, jetzt bin ich voll. Jetzt finde ich einfach mal eine so, dann bin ich voll. Und ein Warpstern. Wo geht's lang? Yeah! Wenn man selber so steuern müsste, könnte man das wahrscheinlich nie. So, und jetzt hier einfach mal rein. Ja, hier gibt's auch sonst keine Auswege mehr. Ich glaube, hier kommt ein Fun-Fun oder sowas. Nein! Oh, der ist übelst toll. Ich möchte zu gern wissen, wie der heißt. Du bist doof zu mir. Ich mag dich nicht. Gib mir mal deine Fähigkeit. Danke sehr. Ich weiß, ich finde diese kleine Flittermaus da auch ziemlich niedlich, aber der Löwe ist einfach noch ein Stückchen cooler, auch wenn er nicht ganz so cute aussieht. So. So, meins. Ausweichen. Oh.
und alles kaputt machen. Wie die einfach mal alle hier irgendwo lang schießen. Mach dich mal weg. Ja. Nein, hör auf. Nein, du schießt ihm auch nichts ins Gesicht. Danke. Oh, das... Pff. Sich da jetzt gerade durchzuschießen, war ja die Hölle. Oh, nee. Nein, ich möchte das. Danke sehr. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, welcher Endgegner hier war. Weil ich glaube, jedes Mal komme ich mit dieser Fähigkeit hier raus. Wenn das jetzt der letzte Raum war, dann weiß ich es noch. Bin ja mal gespannt. Bäm. Na? Ah, oh, Welt 6 kommt noch, okay. Oh, ich glaube, das möchte ich haben. Dann ist es doch nochmal was anderes. So ein Mist. Donk. Donk. Oh. Donk. So, das möchte ich doch mal bitte mitnehmen. Das ist schlecht. War hier unten noch... Das ist dumm, man kann hier auch nicht wenden. Da hat man gleich seine Fähigkeit, seine Unbesiegbarkeit aufgegeben. Boah. Okay, der Anfang war übelst geskillt. Danach habe ich nur noch gefailt. So, gehen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier? Oh ja, doch, hier brauche ich die. Sonst habe ich ein kleineres Problem. Wow, das war auch ganz schön knapp. So, rein. Hier war, glaube ich, was blöd. Hier brauchte ich den Hammer. Ziemlich sicher brauchte ich ihn genau hier drin. Ja. Also, warte mal, was gibt es denn hier eigentlich noch? Also, ich brauche auf jeden Fall in dieser Welt den Hammer. Na komm schon, Kirby, geh da rein. Genau, dann komme ich nämlich zu diesem Schalter. Das möchte ich. So, und da wir aber nur den Hammer und das Schwert unter Wasser benutzen können, das Schwert aber nicht genug Durchschlagskraft hat, müssen wir wohl übelgleich nochmal in eine andere Welt gehen. Theoretisch könnte ja auch der Feuerball und so weiter diese Blöcke da zerhauen. Aber erstens nicht, wenn sie unter einem sind, behaupte ich jetzt mal so. Und zweitens vor allem nicht unter Wasser. So, das ist auch schon der Boss. So, und ich glaube, hier oben gab es jetzt den Hammer. Ja. Ach, komm schon. So, ich beeile mich mal so schnell es geht. Ich muss mich sowieso beeilen mit aufnehmen. Es ist jetzt schon halb und um ist Fahrschule. Und ich muss mich beeilen. Und ich muss den Part noch fertig schneiden. Dann, das kann ja noch was werden. So, rein. Nein, 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 nein. So. Oh shit, ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Raum gelandet. Aber das soll mir erstmal egal sein. Machen wir die erstmal alle platt. So gut, wie es geht. Oh, da spawnt der genau in mir. Was ist denn das? So kann ich meine Schergen auch stärker dastehen lassen, als sie eigentlich sind. Und der hat Stromteile? Das wusste ich nicht mal. Wird doch total verdrängt. So, jetzt ist auf jeden Fall kaputt. So, und der müsste ja noch 3 haben. 1, 2 und das ist der dritte. Genau. So. Gab es hier doch noch den? Ich weiß es nicht mehr. Und es stört mich, dass ich Dings nicht habe. Also die Fähigkeit, als Rad zu springen. Weil jetzt kann ich hier nur so blöde langschleichen. Oh, dumm. Gut, die Fähigkeit brauche ich eh nicht. Oh, verflucht! Aber irgendeine Fähigkeit... Ja. Na gut, dann lasse ich halt das mal weg. Wo komme ich eigentlich raus, wenn ich da lang gehe? Normal. Kam ich da sowieso raus? Rein, rein, runter, rein, 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 rein. Wo bin ich denn hier? Hier ist auf jeden Fall eine übel starke Strömung. Boah, pff. Okay. Ach, jetzt lande ich hier. Alles klar. Oh, das ist so ein Mist. Ja, ah, lass mich doch mal hier rein. Was? Wenn man an die Wand sich drückt, dann... Das war ein super Satzbau. Wenn man sich an die Wand drückt, dann kriegt man die Fähigkeit, mit dem Gesicht nach unten zu fallen, weggenommen. Wie dreist ist das denn? Okay, ich guck mal kurz hier rein. Was gibt's denn hier? Gibt's hier den Affen? Ja, das ist auch viel besser als erwartet. Das hätte ich natürlich als erstes auch nachgucken können. Ja, hauen wir das mal noch an. Oh, was? Das war's schon? Perfekt. Gut, dann hätten wir jetzt den Hammer für die Welt. Wie krass ist das? Wow, what? Das war cool. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier möglichst nicht die Fähigkeit verlieren. Was jetzt schon fast passiert wäre. Und hier auch. Und hier auch. Ja, huscht mal alle durch. Okay, geschafft. Oh. Nein. 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 Oh Mann, wie knapp war das denn? Ich glaube, ich bin den Weg noch nie lang gerannt. In dem Sinne. Und nicht so knapp. Das war ja gerade krank. Okay, jetzt müsste ich noch aufpassen, dass ich nicht in den Wattelfall, genau. Ich erinnere mich an alle Fallen, in denen ich damals getreten bin. Jetzt springe ich hier lieber hoch, damit mir der Fugini nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Bonk. Oh, Wahnsinn. Bonk, bonk. Und rein. So, danke sehr. Jetzt haben wir das auch noch geschafft.
Oh, das war krass. Okay, ich glaube, ich schaffe diesmal nur eine Welt. Aber ich glaube, das macht nichts. Also, ich meine, ich glaube, es ist gut. Ich habe jetzt nur noch 30 Minuten, um den Bosskampf zu machen, circa, und das Video zu schneiden. Das könnte natürlich wirklich etwas eng werden, wenn ich jetzt noch die zweite Welt anfangen würde. Aber das mache ich ja nicht. So, jetzt kommt gleich noch die zwei. Na super. Und dann der Boss. Bang. So, gib mir mal den Boss. Ist das dieses Jahr? Das hasse ich. Der Anfang war schon klasse. So, wir müssen den da treffen, dürfen aber nicht in den zu weit reinspringen. Ich hasse den. Ah, los, lass dich doch mal... Nein, oh, das ist schlecht. Ich darf mit dem Hammer nicht den Boden kaputt machen, sonst falle ich ins Aus. Nein! Gib das her. Ich spuck dir das jetzt daran. Nein! Oh! Ja gut, und wenn wir die falsche Kanonenkugel da einsagen, ich weiß nicht, was wir bei der einen kriegen. Bei der anderen kriegen wir auf jeden Fall die Schlafmützenfähigkeit, die wir ja nun wirklich nicht gebrauchen können. Toll, und die... Oh, ich kann doch nicht hier in der Luft... Oh, du blöder Sack. Jetzt geh doch mal ein Stück weiter vor. Oh, danke. Wenn du jetzt noch eine Kanonenkugel schießen würdest, die ich auch einsaugen kann, wäre das übelst geil. Danke sehr. Was, das hat noch nicht gereicht? Ich hab mich entschieden. Als Tropf. Ja, hin, los, mach hinne. Au! Mann, mach hinne! Nein! Oh. Ja, man darf sich natürlich nicht von der Welt erquetschen lassen. Ah, das war dumm. Ich hätte eigentlich... Warte mal. Ach, ich kann da nicht rausgehen. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich hätte eigentlich ins Museum gehen können und mir die Sprungfähigkeit holen können, weil die ist nämlich übelst geil gegen den. Was kriege ich hier? Auch ein Hammer. Okay. Nein! Gib mir die Standfähigkeit. Ich brauche die. Sonst dauert der Bosskampf zu lange. Das gibt es nicht. So, jetzt hau ich denen das nochmal ins Gesicht. Danke! Oh, so ein hässlicher Ranzgegner. Wahnsinn. Danke sehr. Oh, puh, nach 17 Minuten geschafft. Naja, es ging. Okay, gut. Und das nächste Mal sehen wir uns jetzt offiziell im O-Saft-Ozean. Den mag ich sehr. Nein, Kirby! Nein! Okay, und zwar im O-Saft-Ozean in Stage 1, die schon unter Wasser ihre Türen hat. Okay. Puh, das war ein bisschen gerannt jetzt hier durch die Stages. Es tut mir leid, falls das ein bisschen blöde war. Aber ja, ihr wisst ja, was los war und so. Ne? Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Kirby Nightmare in Dreamland. Und bis dahin, euer Elik. Bye!